Herzogin Meghan ist Kritik leider gewohnt. Nun meldet sich auch Ex-Vanity Fair-Chefin Tina Braun erstmals zu Wort und übt heftige Kritik an der Amerikanerin. Herzogin Meghan, 43, und Prinz Harry, 40, haben für ihren Rückzug aus dem Königshaus und ihren Umzug nach Amerika viel Kritik einstecken müssen. Auch ihre anschließenden Projekte wie Harrys Biografie, mit denen sie viel Geld verdienten, sorgten für Unmut. Nun meldet sich erstmals die ehemalige Vanity Fair Chefredakteurin Tina Braun, 70, zu Wort und nimmt vor allem Meghan ins Visier. Herzogin Meghan. Sie ist perfekt darin, alles falsch zu machen. Wie die Daily Mail berichtet, war Braun kürzlich zu Gast im Podcast The Ankler und bezeichnete den als Megxit bekannt gewordenen Rücktritt der Sussexes als Katastrophe. Sie fügte hinzu, das Problem mit Meghan ist, dass sie das schlechteste Urteilsvermögen aller Menschen auf der Welt hat. Besonders deutlich wurde Braun, als sie fortfuhr, Meghan ist perfekt darin, alles falsch zu machen, und fügte hinzu, dass ihre Ideen totaler Mist seien. Die Journalistin hat das Paar bereits in der Vergangenheit kritisiert. Laut Daily Mail ist sie davon überzeugt, dass die Sussexes die königliche Familie zu viel besseren Bedingungen hätten verlassen können, wenn sie nicht so hitzköpfig gewesen wären. Viele ihrer Entscheidungen hätten dem Paar und der Monarchie geschadet. Auch Prinz Harry wurde von Braun nicht verschont. Sie nannte ihn einen sehr ungestümen Mann und enthüllte, dass die Berater des Palastes schon immer dachten, er würde gehen. Man habe ihr gesagt, dass dies daran liege, dass Harry so zerbrechlich, so entflammbar, so unglücklich und in den Zwängen der königlichen Familie sei. Dennoch betonte sie, dass der Rückzug des Paares eine Katastrophe für alle Beteiligten gewesen sei.